Also jetzt, oh, ich wusste gar nicht, dass wir schon draufstehen. Einen Tag nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschef Schäuble will heute das CDU-Präsidium über die neue Lage beraten. Jetzt erzähle ich den gleichen Scheiß nochmal. Das will ich nicht hoffen, dass Sie das machen. Wir müssen aus dem Arsch kommen. So, jetzt müssen Sie wieder hören, liebe Zuschauer, oder? Ich habe versucht, inzwischen Ihnen die Zeit ein bisschen zu verkürzen, auch ohne Ton. Der perfekte Einzelhund, aber mit einer Hündin würde er sich ohne weiteres vertragen. Er ist auch sehr verträglich. Jetzt kommen wir, Frau Heinemann, Frau Heinemann, jetzt kommen wir zu Rocky. Und da kann man schon mal sagen, Rocky. Da braucht man auf Rocky. Jeden Fall Platz. Rocky! Der Glaube ist mir vollkommen abhandengekommen. Entweder weiß ich's oder ich weiß es nicht. Also hier, die Dinger sind zu groß, die fallen andauernd raus. Ich helfe Ihnen mal ganz das kurz damit, nicht. Damit Sie uns Nein, gut das verstehen. Nein, mein Ohr ist zu klein, ja. Um die Dinger dazu zu Sie haben ein zartes Ohr. Beherbern. Jetzt geht es? Ach, weiß der Teufel, das geht gleich wieder raus. Nein, ich glaube, jetzt ist gut. Also, ganz langsam. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät. Das Gerät. Ja. Ich bitte um Entschuldigung. Das griechische Parlament hat in der Nacht ein weiteres milliardenschweres Sparpaket verabschiedet. Herr Schröder, darf ich Sie kurz stören vom ZDF? Es geht um Folgendes. Herr Lafontaine, Ihr alter Freund, ist auch heute da. Wir wollen Versöhnung feiern. Nun droht jedoch rauere See, wie die früheren Wirtschaftsforschungsinstitute meinen. Der rote Teppich auf dem Comedy-Preis hat nicht zu viel versprochen. Die Erwartungshaltungen sind natürlich immer groß, weil die lustigsten Deutschlands da sind. Aber man muss sagen... Was hat's weh getan? Es tut mir sehr, sehr leid. Da besorge ich mir den ultimativen Wiesenüberblick im Kettenkarussell. Aber nicht im normalen Kettenkarussell. 55 Meter geht es hier hoch. Oh Gott, ich darf gar nicht runterschauen. Hoch hinaus, aber ich habe mir das jetzt vorgenommen. Ein bisschen mulmig ist mir schon. 80 km/h, Hilfe, dem Himmel so nah. Um Gottes Willen, nur nicht, Hilfe, nur nicht runterschauen. 80 km/h, dem Himmel so nah. Jetzt haut es mir gleich einen ganzen Dirndlrock hoch. Also mit diesen Impressionen, um Gottes Willen. Oh, Hilfe! Oh, Mama mia! Nun spitzen Sie die Lippen, pressen Sie fest aufeinander und dabei die Zunge fest gegen den Gaumen. Sie spüren die Spannung in den Kiefermuskeln. Ein freies, vereintes, demokratisches Deutschland. Unsere Software-Experten, die diesen Touchscreen programmiert haben, haben gesagt, wir können jetzt zwar eine Lupe bauen, damit Neuengland ein bisschen größer wird. Hoppala. Machen wir weg. Ich kann in dieser Lupe auch wunderschön hin und her fahren. Na, nicht, okay. Ich lasse es. Aber Washington DC ist so klein, dass mit dem Finger zu treffen, na, das war's nicht, leider eine Aufgabe ist. Na, ja. Hat's gezählt? Leute, hat's denn wenigstens gezählt? Ja, es hat gezählt. Wie hat genau das dann die Wahl beeinflusst, kann man das sagen?
man sagen, wie denn genau diese Folgen, die du eben beschrieben hast, wie das die Wahl jetzt beeinflusst hat? Ja. In New York gaben viele Wähler in improvisierten Wahllokalen ihre Stimme ab. Durch Hurricane Sandy muss improvisiert werden. Mit dem Gewinn des Bundesstaates Ohio gilt Barack Obama nun als Sieger. Eine überraschend kurze Wahlnacht. Tja. Wir schalten gleich direkt zu unserem Korrespondenten in die USA. Die Präsidentschaftswahl dort heute ist ja so spannend wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen. Auch in den letzten Stunden sind noch viele Wählerinnen und Wähler an die Urnen gegangen. Die Wahlbeteiligung soll sehr hoch sein. Stefan Niemann in Chicago, wie sieht es im Moment aus? Zeichnet sich schon eine Art Trend ab? I don't hear anything. Offenbar hört Stefan Niemann uns im Moment noch nicht. Wir werden es gleich noch mal versuchen. Und wir versuchen noch mal zu Stefan Niemann nach Chicago zu schalten. Stefan, wie sieht es im Moment aus? Zeichnet sich schon etwas ab? Stefan Niemann in Chicago, können Sie mich hören? Offenbar immer noch. Soll ich reden? Ja, Stefan, bitte rede. Zeichnet sich in Chicago schon etwas ab? Wie ist dort die Situation im Moment? Offenbar haben wir da immer noch ein technisches Problem. Wir versuchen es gleich nochmal. Michael Strempel in Boston im Hauptquartier. Gibt es die Tränen jetzt? Hat man akzeptiert, dass man wohl doch verloren hat? Wie viel Vorlauf haben wir? Ja, ich kann nicht. Ich höre Michael Strempel nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Schauen wir uns als erstes mal die Staaten an, die Obama sicher hat. Das sind... Nee, Moment, jetzt muss ich das gerade noch mal laden. Das haben wir jetzt gedacht, das Szenario. Moment. Die Staaten, die Obama sicher hat, wollen wir am Anfang nur sehen. Jetzt geht's los. Also, die Staaten, die Obama sicher hat, sind in dunkelblau. Nee. Ja, da haben wir's. So. Wir wollen jetzt noch mal eben kurz gucken und sind, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, wollen wir jetzt noch mal... Entschuldigung? Also, wir sind genau in Washington, bei Karin Dorr, da ist sie ja. Im Hauptquartier, im Wahlhauptquartier des amerikanischen Präsidenten. Aber die Aufgaben, die Mammutaufgaben, die der Präsident nun überwältigen muss. Sie alle leihen dem Mann ihre Stimme, der mittlerweile um seine eigene ringt. Heiser von hunderten Reden, gezeichnet vom Weg, der hinter ihm liegt. Die beste Chancen. So, Peter, tut mir wirklich leid, dass wir dich so unterbrechen, aber wir gehen jetzt direkt nach Chicago, denn dort ist er jetzt offensichtlich auf die Bühne getreten, Barack Obama. Zumal der Sport nur unentschieden ausging und es hier einen Sieger gab. Ja, das ist doch der Punkt. Klaren auch. Na? So, gerade haben wir ihn doch schon da stehen sehen. Aber es stand gerade jemand schon am Rednerpult und hat sich bereitet. Insofern müssen wir uns dafür entschuldigen, dass wir die Pferde scheu gemacht haben. Nein. Und der jetzt doch noch auf dich warten lässt. Nee, wir warten da mal ab. Also entschuldigen können wir uns immer noch. Wir hatten das aber klare Aber definitiv Signal. Ist es keiner mehr am Rednerpult. Ja. Ich fände das ganz interessant, wenn ich zu Hause säße und zugucken würde, wie wir hier stehen. Ja. Und sagen, Leute, Schluss mit Sport, der Obama ist da. Weil Sie das ja nicht gesehen haben, dass wir wirklich händeringend empfohlen haben, jetzt doch das schöne Stück vom Sport zu unterbrechen, um uns Barack Obama zu zeigen. Peter, also du hast einen bei uns Gruß, gut. Aber jetzt der Jubel-App dort ab. Nee. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir... Können Sie mal das Maul halten, einen Moment, einfach das Maul halten, wenn ich ein Interview mache. Das ist nicht ehrlich, Sie sind dumm, aber das ist ein Unterschied. Aber ich finde es gut, dass Sie drin sind. Leute, ist aber gut, ja? Also irgendwo, können wir nochmal, ja. Und das ist voll schlimm, dass so asoziale Typen so eine Assi-Lobby sich gebaut haben und man traut sich nicht mehr was zu sagen. Das ist so. Und ja, das ist das Allerschlimmste. Das ist auch so, wenn du irgendwie einmal nur sagst, die bösen Onkels, das ist der dümmste Rotz an deutscher Musik mit Geh dein Weg, bleib immer stolz und so, das sagst du einmal. Und dann schreiben dir 50 Leute auf Facebook, ey, die haben auch andere Texte und die waren nicht immer rechts. Das ist egal, ob die rechts waren oder nicht, die sind einfach scheiße. Das ist einfach eine dumme Art von Musik. Und sobald du das machst, ja, und sobald du das sagst, kommt da so,
150.000 Assis, weil es gibt halt nur mal mehr Arschlöcher als gute Menschen auf diesem Planeten. Das ist Fakt. Und dann musst du gegen die Arschlöcher alle kämpfen. Deswegen muss man sich ab und zu zurückziehen, weil die kommen alle an. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Rammstein-Fan, um es kurz zu erzählen. Aber die Leute, die auf dem Konzert sind, die wissen nicht mal, wie man eine Banane öffnet teilweise. Das ist so. Na, und die Band ist voll geil, aber dann gehst du da hin und dann stehen da so Leute, die denken, das ist echt, die brennen wirklich in ihrem ganzen Leben und so. Ne? Und das ist so schlimm. Und du darfst heute nichts mehr sagen, weil wir leben in einer Zeit, jetzt kommen wir wieder zurück zur Religion, wo die viele Menschen, ich muss mal kurz ein menschliches Plädoyer halten. Ja, sehr gut. Vor kurzem ist das Berufungsurteil bekannt geworden. Zwei Bandmitgliederinnen müssen unverändert 2 Jahre ins Lager. Eine junge Frau kommt frei. Der Beitrag steckt noch in der Warteschleife. Vielleicht können wir ihn später nachreichen.